Hey Leute, willkommen zurück zu Forza Horizon 4. Wie ihr seht, wieder eine neue Jahreszeit, also Frühling. Aus dem Winter kam ja nicht gerade viel, das liegt daran. Ja, Winter ist zwar nicht ganz cool, dass das gibt. Aber ja, es ist halt, Straßenszene kann man kaum fahren, finde ich, weil bis auf zum Beispiel sowas wie der CLK ist halt die ganze Zeit nur am Rutschen. Und ja, Rallye könnte man fahren, habe ich jetzt auch nicht sonderlich viel gemacht. Ich hatte halt da nicht so viel Lust, muss ich sagen. Also Winter ist an sich ganz nett, vor allem bevor man in den Kader kommt, da ist das halt nicht so lang. Aber eine Woche Winter ist halt schon was und das finde ich dann auch nicht so nice. Aber Frühling, oder generell Frühling, Sommer, Herbst sind dann die Jahreszeiten, wo ich mehr spiele, wahrscheinlich. Weil man halt einfach mehr machen kann. Man kann die Rennen zwar auf Sommer stellen, das weiß ich, das ist mir klar, wenn man eine Blaupause erstellt. Aber wenn man einfach mal in der Open World ein bisschen was machen möchte, dann ist das halt echt nicht so nice. Was ich aber machen kann, was ich noch nicht gemacht habe, in Forza schon gucken. Ich habe 155 Punkte. Drei hervorragende Beinahefähigkeiten auf, kann ich machen. Oh. Ja gut, M5 Forza Edition vielleicht, aber ist jetzt nicht so. Gymkhana 10 Hunigan Mustang. Aber das ist nicht der aus dem Drift-Pack, oder? Nicht, dass ich wüsste. Okay, dann muss ich dafür ein bisschen sparen. Ich habe ja 155 Punkte. Dann mache ich die Forza-Ton-Lives und so weiter. Und die Tageschallenges. Das eine habe ich ja offen, habe ich gesehen. Was ich noch nicht gesehen habe, sind doch da. Ja gut, man muss nur die Augen aufmachen. So, dann geht's hier hin. Solo. Der Flug des Igel. Ah, der Frühling. Zeit des neuen Lebens und neuer Anfänge. Oh, und der neuen Meisterschaften natürlich. Okay, ich habe sogar den Speedster Igel, das wusste ich noch. Aber ich wollte ihn ja eigentlich verkaufen, aber der ist halt nichts wert. Na gut, dass ich ihn nicht verkauft habe. Kann ich den jetzt benutzen? Ist halt ungetuned, aber ich finde den auch jetzt nicht schön oder so. Muss ich ehrlich sagen. Aber einfach mal jetzt machen. Sich die Punkte holen. Ne, Punkte bekommt man hierfür ja gar nicht. So, die Strecken kenne ich schon mal, das ist gut. Das Ding ist, das Teil hier zählt als Modern Sports Car. Ja, es ist in gewisser Weise ein Modern Sports Car, aber es ist halt wahrscheinlich das schlechteste in der gesamten Klasse. Aber ist okay. Es ist halt immer von 2012 oder 2016. Habe ich jetzt gerade gar nicht so drauf geachtet. Aber trotzdem. Vom Stil her ist das kein Modern Sports Car. Generell auch von der Leistung und Motor würde ich das jetzt nicht einreihen. Ich habe das Gefühl, ich muss das Rennen neu starten, aber erstmal fahren, dann schauen. Vielleicht komme ich da vorne ja nochmal ran. Noch sind sie ja alle sehr nah beieinander. Ich habe selten ein Fahrzeug gefahren, was sich so träge anfühlt. Ich nutze einfach mal ein bisschen die Wand mit.
weil ich muss möglichst weit nach vorne kommen. Erster wird es nicht mehr, der hat sich schon sehr weit abgesetzt, weil die ersten zwei besser gesagt. Ich weiß auch gar nicht, was jetzt nochmal die Anforderung. Ich bin super vorbereitet, ich habe gar nicht drauf geachtet, als ich das gestartet habe, was meine Anforderungen sind für die ganzen Preise. Außer halt möglichst viele Punkte in der Meisterschaft holen. Ich glaube, an dem komme ich nicht mehr vorbei. Außer der bremst jetzt hier richtig stark, aber nee, tut er nicht. Ja, gut. Bisschen Geld. Ich habe auch wieder 3,4 Millionen. Ich kann mir davon Autos kaufen, die ich haben will, aber die sind halt sehr teuer. Größtenteils. Ich mittlerweile auch Prestige 1,29. So, wo ist das nächste? Hier. Da wird's spannend, das sehe ich jetzt schon. Ah, warum habe ich. Ich glaube, ich teleportiere mich einmal zum Reisenfestival, oder? Ach komm, mach ich's mit dem Serienwagen. Bestimmt auch welche geben, die den Wagen mögen, sagen wir es mal noch mal so wink wink. Aber ich mag ihn halt nicht. Es gibt Autos, die ich mag, ich noch weniger, aber ist ja auch, ja, kann man ja bei fast jedem Fahrzeug sagen. Ich finde ihn vom Fahrverhalten nervig, ich finde ihn optisch nicht sonderlich schön. Also ich finde nicht nervig, dass er hier hin und wieder ausbricht, das finde ich gar nicht so schlimm. Ist auch sogar so ganz cool vom Fahrverhalten, wenn der Wagen auch mal ein bisschen ausbricht, je nachdem. Aber so. Diese, ja, was heißt keine Leistung, aber. Ja, keine Ahnung. Kann ich schlecht beschreiben. Also es gibt Oldtimer, die sind langsamer, aber wirken halt schneller. Bei dem passt das halt nicht. Der wirkt so, als ob er schnell fahren, oder vom Sound her wirkt er so, als ob er schnell fahren würde, aber er ist unfassbar langsam eigentlich. Also für ein Rennspiel mit Hypercars. Muss man natürlich auch mal so sehen. Normalerweise fährt man nicht mit 100 durch die Stadt oder durch ein Dorf. Aber ich glaube, selbst der Truck ist schneller. Und das ist ein Truck. Ich meine, ja gut, der Volvo ist ein Renntruck, aber trotzdem, die wiegen natürlich doch einiges. Aber ich glaube auch der Unimog ist stärker. Vom Gefühl her. Aber man muss bei dem Wagen halt nur darauf achten, dass man sich nicht dreht und das. Also man kann es verdammt gut vermeiden, dass er sich nicht dreht, wenn er ausbricht. Dadurch, dass er halt nicht so schnell ist.
Also, ist das Fahren mit dem finde ich unheimlich langweilig. So, aber hier noch ein Rennen. So. Könnte ich auch mal gucken, was da an Gewinnen gibt. Aber den Hunigan werde ich mir auf jeden Fall kaufen. Kann ich jetzt schon sagen. Beim M5 bin ich mir noch nicht so sicher. Ich meine, ja, es ist eine Vorzeit-Edition, aber den werde ich halt nicht so oft fahren. Das letzte Rennen ist das hier oben. Ich glaube, Frühling ist sogar meine Lieblingsjahreszeit bis jetzt. Wobei Sommer natürlich auch sehr schön ist, aber Sommer ist halt sehr eintönig. Durchschnittlichen dritten Platz, 5000 und eine Hupe und ein Shirt, ja gut. Weil das müsste, glaube ich, sogar so ein Polizistenaufschritt sein. Oder? Patrouillieren-Dings. Wie ist das jetzt? Patrouillieren-Outfit? Ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Es gibt auf jeden Fall zwei Polizei-Outfits. Gallian überholen. Genau hier hoffentlich den Baum Kunst. Achso, Kunst. Und alle anderen vor mir. Ich bin halt punktgenau so schnell wie die, weil mein Wagen halt Serie ist. Wenn die sehr getuned ist, dann ist die KI ja meistens ein kleines bisschen langsamer. Also nicht, weil deren Wagen nicht getuned sind, aber weil man selber den natürlich jetzt, in dem Fall wahrscheinlich, genau auf 800, 100 tunen, die KI das halt nicht so schafft. Wobei die Punktewertung nicht immer alles aussagen kann. Es kommt natürlich auch darauf an, wie man seinen Wagen abstimmt. Ich hätte vielleicht eine bessere Übersetzung reinpacken sollen. Also die Gänge etwas kürzer machen, weil auf Topspeed kommt das Teil eh nie. Also zumindest nicht auf den Strecken hier. Das Gefühl, ein paar Frame Drops zu haben. Aber manchmal ist das auch irgendwie ein bisschen Einbildung. Ich weiß nicht wieso, aber es ist irgendwie manchmal nur so. Das ist. Windschattenfahrt kann man bei dem Auto auch nicht wirklich sprechen. Ich weiß nicht, wie schnell ich die Kurven hier nehmen kann.
fahre einfach mal flat. Ja, doch, geht sich locker aus. So, ich habe die Meisterschaft gewonnen. Ich sollte auch die Ziele aber alle abgeschlossen haben. Na, 5000. Ja. Immerhin eine legendäre Hupe. Werde ich zwar nicht benutzen, aber... Okay, und es ist das, was ich dachte. Ist okay, würde ich jetzt aber nicht ausrüsten. Ist mal was, was nicht komplett fehl am Platz ist in dem Spiel. Also von den Outfits. Mit den drei Scheibenwischern. Ich habe das Gefühl, bis jetzt hat es schon mehr hier im Winter, im Frühling geschüttet als im Herbst. Also im Herbst hätte ich gedacht, dass dort wesentlich mehr regnet, wenn das Großbritannien sein soll in diesem Spiel. Also, dann nehme ich mal wieder den Vulcan. Auch wenn die Vorzeiten schon, also die Preise von dem sind echt nicht so hoch. Teilweise kriegt man den für 600.000, 500.000 im Auktionshaus. Und das ist eine Vorzeit-Edition. Es kursiert noch ein Gerücht über ein verlassenes Auto. Ui. Aber ich stecke bis zum Hals in der Orga der Frühjahrssaison. Könntest du vielleicht für mich nachsehen? Ich weiß nicht, ob ich das diesen Part noch schaffe, aber darauf habe ich gewertet. Mir fehlen noch zwei Scheunenpfunde. Zwei Scheunenpfunde. Und das sind einmal die für den Frühling und für den Sommer. Ich glaube, einer davon ist auch echt wertvoll noch. Überlege ich jetzt schon. Also ich meine, ich bin mir da echt nicht ganz sicher, aber... Ich meine, es gab einen Scheunenfund, der irgendwie 6 Millionen oder so wert ist. Ich kann mir vorstellen, dass es ein alter Ferrari ist, weil es gibt von Ferrari recht viele für 10 Millionen. Also recht viele. Ein paar. Zum Beispiel ein 250 GTO. Ist ja auch in echt das Auto, was den höchsten Wert hat, glaube ich. Also, als es verkauft wurde. Und deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass hier das Fahrzeug dann Ferrari sein wird, aber man muss erstmal sehen. Aber, weil die Schweinfunde bisher, die sind halt kaum was wert. Also, was heißt kaum was? Da sind schon welche, die sind was wert, aber... Halt nicht so viel. Ich fahr einfach mal hier runter. Tagesherausforderung kann ich auch zwischen den Folgen machen. Habe ich jetzt geguckt, dass ich ein paar beinahe Unfälle mitnehme. Oh, ich habe sogar absolviert. Ja gut. Das heißt, ich müsste auch nur einen Vorzeit und live machen. Ich habe die Punkte. Wenn man den erfolgreich abschließt. Ich habe das Gefühl, hier wäre es zu leicht. Wenn das hier ist. Auch gut, dass ich mir hier gerade mit einem Vulcan durchs Gelände fahre. Was man nicht alles tut. Ich wechsle einmal noch. Schon mal das Fahrzeug. Mal auf den Quattro hier. Ja gut, ich würde dann sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao.